Zwei Stühle, eine Meinung mit Boning und Dittrich. Hallihallo und herzlich willkommen zu unserer aktuellen Talkrunde. Der Boxsport hat in Deutschland in den letzten Jahren einen enormen Aufschwung erlebt. Ob Henry Maske, ob Axel Schulz oder Karl Mildenberger, immer mehr Deutsche schlagen wieder erfolgreich zu. Zu Gast bei uns im Studio ein neues, unverbrauchtes, junges Talent, das von sich selbst behauptet, es sei schon einmal argentinischer Boxweltmeister gewesen und nun auch auf dem Wege ist, hier in Deutschland Weltmeister aller Klassen zu werden. Hier ist Buccheroni. Buccheroni, ich habe in der Boxerfachzeitung Der Hund gelesen, dass Sie lieber heute als morgen gegen George Foreman antreten wollen. Ja, Lugo. Gesetzt den Fall, der Kampf würde tatsächlich mal stattfinden, was hätten Sie denn da so für Chancen? Chancen, ich habe alle Chancen, jeder hat Chancen, du hast auch Chancen. Du bist, ich weiß, die Leute, die sind immer so, du hast keine Chancen gegen die, der ist so 3 Meter hoch und so, ne? Ich will immer sagen, du musst dich gut vorbereiten, ne? Da hat jeder eine Chance, du gehst raus, du kannst natürlich nicht so machen, hier, hallo, booms, und dann fährt er um oder was, ne? Das geht natürlich nicht, ne? George Foreman, der Mann ist 5 Meter groß, ne? Das sind Zwatter, die können was ab, ich sag dir, die können was ab, die haben so eine Putini. Wenn du gegenhaust, dann bleibt der Schieße, hallo, ne? Dann bist du so, zack, ne? Ist nicht, du kannst, musst dich vorbereiten, du musst dich gut vorbereiten, ja. Darfst nicht so viel rauchen, immer laufen, trainieren und schön essen, Eiweiß und so. Jeder eine Chance. Ich habe nicht, du hast auch nicht Chance, ja, ne? Ja. Herr Buccheroni, nun hat George Foreman ja eine besonders enorme Schlagkraft, gegen die kaum jemand bestehen kann. Wie wollen Sie da denn etwas dagegen setzen? Und was wollen Sie dagegen setzen? Ja, Intelligenz. Nun ist ja Intelligenz im Ring nicht alles. Ja, ne? Gott sei Dank, ne? Ja. Kann man wohl sagen, es gibt ja auch boxerische Grundtechniken, die wahrscheinlich beherrscht sein wollen. Die Boxer haben ja auch Spezialschläge, die sie besonders versiert, so Paradeschläge drauf haben, damit sie den Kampf entscheiden können. Jetzt sehen wir mal die Uppercuts von Muhammad Ali oder diese legendären rechten Geraden von Karl Mildenberger oder jetzt hier diese Leberhaken von Axel Schulz ans Kinn. Was ist denn so Ihr Paradeschlag? Mein Paradeschlag? Hm? Wie schnell zu hauen. Ja. Buccheroni, wie kommt eigentlich jemand wie Sie zum Boxsport? Mit dem Bus. Ja, ja, jetzt mal Intelligenz beiseite. Ich meine, In jungen Jahren, da überlegt man sich ja durchaus, welche Sportart man ergreift. Sie haben Boxen gewählt, aber Boxen ist ja auch, das hat ja einen großen Variantenreichtum. Also ich denke da jetzt mal, hier Kickboxen, was ist das eigentlich? Kickboxen? Das ist ganz einfach, da darfst du auch mit den Beinen treten immer noch, ne? Ja. Oder Thai-Boxen? Thai-Boxen, das sind japanische Lautsprecher. Ja. Naja, also, wie hat das also bei Ihnen alles angefangen? Jetzt mit Boxen oder was, ne? Ja, ja. Ja, als Kind war ich ja auch immer schon so klein, so Spargeltorzern und so, ne? Und da haben sie immer bei uns zu Hause, auch ihr Papa immer, wir schnauzen gerade Blut hier, so, ne? So, und in der Schule war es genauso, ne? Hier, so mit den ganzen Kindern und so, und die haben immer gehänselt und so, hier, guck mal, du dünne Kehle, so, ne? Und so, dann haben wir immer gesagt, oh, jetzt zeige ich das, ne? Und der Spiel war auch mit den Mädels, ne? War ja auch nicht so ganz, wie das sein sollte, ne? War nicht ganz so, ne? Ich hatte ja so ein kleines, so, ne, hier, wie hieß die nochmal, Ulrike oder was, ne? So, ne, wir hatten auch hier so ein Freundeskreis, ne? So, und dann hat sie gesagt, hier, pass mal auf, und du kommst mit und so, ne, da bin ich auch mitgegangen, ne, und dann war ich bei ihr zu Hause, hat sie gesagt, hier, geh schon mal rein, du, ins Schlafzimmer, kannst du schon mal ausziehen, ne, ich komm gleich, ne, na, echt doch rein, hier, so diesen, hier, und so, ne, so, dann fährst du auf, 5 Minuten später kommt sie rein, du hast ihr kleines Kind an der Hand, ne, weißt du, und da hat sie gesagt, zu den Lütten, hat sie gesagt, hier, guck dir mal den Onkel an, ne, so scheiße siehst du mal aus, wenn du deinen Spinat nicht aufisst, ne, so, dann, weißt du, und da hab ich, von da an hab ich gesagt, ich werd Boxer, ne, ich hau die alle auf die Schnauze, alle, ne, alle, wie sie draußen, ne. Wie viele Profikämpfer haben Sie inzwischen bestritten? Ja, alle. Ja. In dem Zusammenhang wollte ich Sie mal fragen, was geht einem Boxer während des Kampfs eigentlich durch den Kopf? Was denkt man da? Also jetzt zum Beispiel, denkt man an den nächsten Schlag oder denkt man an die vernachlässigten Deckungslücken beim Gegner oder denkt man an die nächste Runde, denkt man an den Bodenbelag im Ring oder denkt man womöglich an die Zuschauer in der ersten Reihe, denkt man an die Lieben daheim vor den Bildschirmen, die den Kampf fiebernd mitverfolgen oder denkt man an was ganz anderes, denkt man an das Garagentor, das elektrische, das gerade neu gekauft wurde und jetzt schon wieder neu gestrichen werden muss, denkt man womöglich an platzende Benzinkanister mit Suppen oder denkt man an den Rasenmäher, der mal geschliffen werden müsste, damit der Rasen besser wieder runtergeht, denkt man an den Bausparvertrag oder denkt man an eine Tasse Bunte oder denkt man an die immer noch virulente Krise des Parlamentarismus in Italien?
Ja, ich nehme das mit dem Rasenmäher. Ja. Haben Sie eigentlich auch was Richtiges gelernt, Sie Fäustling? Also ich hatte früher nach der Schule und so, ich bin der Musiker eigentlich. Ja. Ich bin Musiker, ne? Musiker, ne? Ja. Musiker, verstehst du, ne? Hier, die Lied und so, ne? Ich habe hier Trompete gelernt, Trompete spielen. Ich habe in alle Bands gespielt, ne? Frenny and the Fireballs, kennst du? Ne, Frenny, da wird Trompete gespielt, immer Trompete gespielt, ne? Wieso spielen Sie nicht mehr Trompete? Geht doch nicht mit der Handschuhe, ne? Das war vier Fäuste für ein Hallihallo. Bleiben Sie dran, ich pfeife auf Sie.